Schönen guten Abend. Ich möchte euch zunächst, nachdem ich hier der einzige, wie sagt man, faule Apfel im, ach egal, audiovisuell auf die kommenden 10 Minuten einstimmen. Es geschah im Juli 1908, man weiß es nicht genau, doch vermutlich war es Nacht. Die Nerds und Freaks bauten Armaturen, komplizierte Drucke und Glasapparaturen. Es versuchten viele, doch einer dem gelang es. Es war ein Mann, Heike Kämmerling Onnes. Viele hatten mit ihm in Leiden zu leiden, um der Weltgemeinschaft den Weg zu bereiten. Exakt 100 Jahre vor meiner Promotion verflüssigte er als erstes Helium. Schön, dass ihr so lange klatscht. Johannes, stoppst du den Applaus raus? Tatsächlich liegen zwischen den beiden Daten genau 100 Jahre. Am 10. Juli 1908 wurde das Helium verflüssigt und am 10. Juli 2008 habe ich meine Promotion verteidigt. Ein Donnerstag, das vorherige im 1908 war ein Freitag. Die anderen staunen drumherum, als flüssig wird das Helium. Die Freude kann nicht größer sein, er wirft Quecksilber hinein. Da explodiert ihm der Verstand. Er findet keinen Widerstand. Du hast den Widerstand vergessen. Was hast du denn jetzt? Du kannst den Widerstand nicht messen. Was hast du denn jetzt schon wieder vergessen? Dazu muss man sagen, die letzten 8 Zeilen, man sieht schon an dem Datum 1911, da liegen 3 Jahre dazwischen. Was der in der Zeit gemacht hat, ich weiß es nicht. Was auch wichtig ist, es war Samstag, also hat er den Versuch nicht selber durchgeführt. Der Assistent, der das gemacht hat, war Sachse. Und als der gesehen hat, was da passiert ist, sprach er zu sich, vielleicht gibt es jetzt Untertitel, wer das nicht versteht, Eiferbipsch. Ist der Widerstand weg? Gabel dran, Kontakte gut. Kein Widerstand. Und dass der Chemie sieht, der macht mich rund. Das kannst du auch wissen, der macht mich rund, macht er mich. Doch alles stimmte, da wird ihm klar, der Widerstand ist schlicht nicht da. Die Sensation, das gab's noch nie. Supraleiter, nennt Onnes die. Na super, sage ich heute sofort. Und tatsächlich, auch dieses Wort nahm von da aus seinen Lauf in die Sprachgeschichte auf. 1986, Georg Bettners, Alex Müller. Ihre Entdeckung war ein echter Knüller. Supraleitung in Keramik, alter krasser Scheiß. 35 Kelvin, Mann war das heiß. Neue Supraleiter schießen aus dem Boden, die Sprungtemperaturen schnellen nach oben. Früher brauchte man noch Helium und flüssig Wasserstoff. Doch mit Yttrium, Barium, Kupfer, Sauerstoff. 92 Kelvin, das ist mehr als ich hoff. Dafür reicht flüssiger Stickstoff. Doch hört, was weiter noch passiert. Olle Maxwell postuliert, dass ein runder Stromesfluss ein Magnetfeld bauen muss. Und da kann man rum erklären, Zustände und tun und mehren. Schließlich hat sich rausgestellt, rausgeschmissen wird das Feld. Es ist einfach keins am Start im Supraleiter. Erster Art, da geht es los. Felder klein und Felder groß, noch ein bisschen nachgedacht. 10, 12 Nächte durchgemacht. Ja, kann denn, darf denn das so sein? Geht das Feld jetzt doch noch rein? Es zeigt sich, ja, es tut es doch. Und das eine sage ich noch, nicht einfach, sondern linienweise geht das B-Feld auf die Reise. Mitten durch den Supraleiter. Und der leitet super weiter. Ist ein Leiter zweiter Art. Und den machen wir jetzt hart. Wie das geht, erklärt nicht kantig, sondern ganz soft die Romantik. Dazu habe ich ein Stimmungsbild vorbereitet. Wie ein Flussschlauch, still und heiter, durch das Material sich windet. Ach, hätte ich nur im Supraleiter etwas, das ihn an sich bindet. Es ist nicht Gold, doch Silberkristalle, 2, 3 Nanometer klein. Flussschläuche, wir nehmen euch alle, bleibt auf ewig, bleibet mein. Denn seid ihr da, wo auch wir sind, gewinnt ihr Kraft und spart Energie. So habt ihr was, das euch an uns bindt
und verlasst uns niemals, nie. Jetzt müssten ja eigentlich so rote Herzen über den Bildschirm flackern, das war mir aber echt zu albern. Stattdessen möchte ich euch von einer Konferenz berichten. Wir standen so zu dritt dabei, einer aus der Schweiz, einer aus Stuttgart und ich. Und der Schweizer sagte, ja, aber Uwe, diese harten Supraleiter, die braucht man auch für die Kabel, oder? Denn wie schon Goethe zu sagen wusste, Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Stickstoff fließen und in reichem, vollem Schwalle in dem Kabel sich ergießen. Er sagte dies bereits 1797, also 111 Jahre, bevor das Helium verflüssigt wurde. Da sieht man, was für ein Visionär das war. Und bereits 27 Jahre vorher, 26, liest man aus alten Almanachen, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan, fast eh gedacht, supraleitend in der Erde, da fließt der Strom nicht nur bei Nacht. Und sagte der Kollege dann aus Stuttgart, ja, das ist ja mit den magnetischen Eigenschaften ist schon wichtig, denn wenn man so eine Spule wickelt, geht mit Kupfer wie mit Nickel, gibt es dafür kein Entkommen, muss ein Magnetfeld dadurch kommen. Mit Supraleitern wird es mehr, 16 Tesla, bitte sehr. So ein normaler Elektromagnet, der macht ja gerade mal 2 Tesla. 16 Tesla ist fast 10-mal so viel. Das braucht man auch, ihr kennt es schon, nie mehr Röntgen war der Ton. NMR heißt das Prinzip, MRT, das Messgerät, wo man die in die Röhren einschiebt und ihr nachher die Bilder seht. Sag ich ja ganz gut und schön, aber wir müssen ja zurückkommen. Wir haben den Supraleiter im Feld und der friert das Magnetfeld ein, das kann man also abschalten. Wir haben also Magnetfeld ohne Feld. Und was ist Magnetfeld ohne Feld? Magnet. Ein Magnet. Ein Magnet war so gewahr, wo vorher gerade noch keiner war. Und ich packe noch einen drauf, die Story nimmt erst ihren Lauf. Der Supraleiter kommt ins Feld und merkt sich diese neue Welt, wenn er supraleitend wird. Er friert das Feld ein und verwirrt und trägt es weiter in sich fort. Und noch ein weiteres Zauberwort. Im Magnetfeld wohnt die Kraft, die jenes ganz Besondere schafft, Gegenstände anzuheben. Auf Magnetfeldern zu schweben. Mit Supraleitern wird es möglich. Stabiles Schweben gibt's jetzt täglich. Das Magnetfeld weist die Spur in die Kurve, legt sich pur und fährt magnetisch festgehalten. Keiner muss darunter schalten. Seitenführungskräfte scheint's größer als in der Formel 1. Wir fahren lieber langsam hier, es beschwert sich sonst der Passagier. Doch das ist es dann so grob und ganz, die Schwebebahn, der Supratrans. Nun wird das häufig nicht geglaubt, wenn man schweben kann. Auch ich bin wieder überrascht, wenn das jemand erzählt. Hier ist mein Sohn, der sagt, er kann schweben. Sag ich, so ein Unsinn. Kannst du nicht? Sagt er, kann ich doch. Und mal ehrlich, wer kann diesem kleinen Kerl schon widerstehen? Ja, manche machen Katzenbilder. Ich habe halt ein Kind. Nur ist es so. Das Bild ist schon ein bisschen älter. Der sieht jetzt so aus. Nein, Unsinn, das ist er letzten Winter. Ein Applaus für Felix. Und wo ihr gerade schon am Klatschen seid, möchte ich euch bitten, eurem Klatschen etwas Rhythmus und mir damit auch Rhythmus zu geben. Und zwar müsst ihr zweimal auf die Beine und einmal in die Hände klatschen. Und das klingt dann ungefähr. Strom kommt nicht aus der Dose, er kommt aus der Fusion. Supraleitung hat da eine wichtige Funktion. Wir führen die Teilchen durch Magnete im Kreis. Denn für alles andere sind sie viel zu heiß. Das kann Supraleitung. Und ihr? Das kann Supraleitung. Ist der Strom dann fertig, kommt er zu dir nach Hause. Ohne Widerstand, er macht nicht mal Frühstückspause. Das Kabel läuft bei 200 Grad. Minus natürlich, denn da ist sie am Start. Das kann Supraleitung. Und ihr habt aufgepasst? Dann fahrt ihr zur Arbeit, nicht mehr mit der Tram, sondern mit der Magnetschwebebahn. Sie fährt nicht nur am Boden, sondern an der Wand oder an der Decke, je nachdem, wo sich Platz fand. Das Fernsehen war bei uns, Galileo von ProSieben. Die Sendung mit der Maus bringt einen Teppich zum Fliegen. Alle sollen es wissen, alle sind vernetzt und auch ihr wisst es jetzt. Supraleitung fetzt. Und nur die Männer. Das kann
Und nur die Frauen. Vielen Dank, ihr habt einen kleinen Wissenschaftler sehr glücklich gemacht.